Willkommen zurück bei Ultima 7. Wir verlassen Yu und die Empath Abbey und begeben uns... Hier muss ich mal gucken. Habe ich mich verflogen? Da. Nein, wir sind richtig. Wir begeben uns zurück nach Britain. Ich würde gerne mein Fluggerät hier parken. So. Schönen guten Morgen. Ach, hier ist ja auch eine Uhr. Es ist 7 Uhr. Morgens oder abends? Wasser. Ey, den kann man sogar trinken. Gluck, gluck. Komm, du auch einen Schluck? Moment, der hat sich geheilt? Cool. Hier, trinkt mal alle was. Jana auch noch. So. Und der Nächste nicht sagt, er ist durstig. Apropos durstig. Ich bin hier reingegangen, um mal ganz kurz meine Vorräte aufzustocken. So, macht mal bitte die Kisten auf. Danke. Wer hat das Essen bei? Du, nehme ich an. Ja. Okay, dann werden wir als erstes mal Fleisch verteilen. 2. Genau, der Hammel geht hier rüber. Das auch. Das Brot kannst du essen. Nein, danke, sagt sie. Und du auch noch. Bald kann ich durch die Gegend rollen. Ja, bald rollst du. Und dann nennen wir uns ja die rollenden Avatare. So. Und dafür legst du mal bitte den hier weg. Sie hatte noch ein Schild zu viel, wa? Ja. Den legst du weg. Und der kann hier rüber. Und noch ein bisschen Fleisch. Nehmen wir mit. Der Zweihänder kann weg. So. Gut. Thema erledigt. So. Jetzt begebe ich mich A hierher. Ah, sie ist nicht da. Gut. Dann Badlin. Nein, das ist nicht Badlin. Wo ist der werte Herr Badlin? Da ist er. Skinwalker, mein guter Freund. Wie wunderbar, euch wiederzusehen. Genau. Und zwar haben wir die Aufgabe, in die Gemeinschaft einzutreten. Zuversicht, Triade. Genau, das hatten wir schon. Die Grundwerte hatten wir bereits. Einigkeit, Vertrauen und Würde. Genau. Dass er die Tugenden nicht mag, hatten wir auch bereits. Beitreten. Jetzt geht's los. Ah, doch zuerst die wichtigen Dinge.
Ich schlage vor, dass ihr euch unserer Untersuchung unterzieht. Dadurch können wir feststellen, ob ihr die Lehren der Gemeinschaft benötigt. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Alle Fragen sind hypothetisch. Lasst euch nicht verwirren und empört euch nicht. Erste Frage. Ihr seid sehr deprimiert. Kommt das daher, weil ihr einen Freund enttäuscht habt oder von einem Freund enttäuscht worden seid? Das würde mich beides deprimieren. Aber ich glaube, es würde mich mehr deprimieren, wenn ich jemanden enttäuscht habe. Eure Antwort verrät mir, dass ihr eure Verantwortlichkeit anderen gegenüber sehr ernst nehmt. Doch vielleicht sollt ihr manchmal zu sehr darum besorgt, andere zufriedenzustellen. Bartley nickt lächelnd. Zweite Frage. Ihr seid auf der Feier eines sehr hochgestellten Beamten. Ihr findet, dass das Essen ein einziger Saufraß ist. Ihr bemerkt, dass die anderen Gäste auch der Meinung sind. Wenn der Gastwirt fragt, wie euch das Essen schmeckt, dann A. Sagt ihr die Wahrheit oder B. Lügt ihr? Ich glaube, ich würde eher höflich die Wahrheit sagen. Ja, höflich die Wahrheit sagen. Eure Antwort zeigt, dass ihr eine offene und ehrliche Person seid, auch wenn es vorkommt, dass eure Meinung anderen nicht gefällt. Doch eure Absichten sind von edler Natur. Madeline macht eine abwertende Handbewegung. Dritte Frage. Ihr habt das letzte freie Zimmer im Gasthaus ergattert. Als ihr euch darin niederlassen wollt, fällt euch auf, dass es unzumutbar dreckig ist. Es ist mitten in der Nacht und es gibt niemanden, der um diese Zeit sauber machen könnte. Und ihr könnt nirgendwo anders übernachten. Ihr entschließt euch, A, das Zimmer wenigstens einigermaßen zu säubern, oder B, ihr legt euch ungeachtet der Verhältnisse nieder. Ich würde ein bisschen sauber machen, ja. Und am anderen Morgen, dem wird die Meinung geigen. Ihr glaubt instinktiv, dass ihr für alles Schlechte im Leben verantwortlich seid und dass es an euch ist, die ganze Welt gerade zu rücken. Bettlin seufzt. Natürlich, ich bin Avatar. Vierte Frage. Auf einer feierlichen Gesellschaft erzählt ihr eine amüsante Anekdote. Ihr seid sehr gut darin und ruft unter den Gästen viel Belustigung hervor. Erzählt ihr die Geschichte, weil ihr den Applaus des Publikums genießt und auskostet, oder ihr eure Freunde unterhalten wollt? Also die Unterhaltung ist mir wichtiger als der Applaus. Eure Antwort lässt erkennen, wie unsicher ihr seid, Freunde zu haben. Ihr meint, dass ihr eure Freunde nicht wert seid und versucht unermüdlich, ihre Aufmerksamkeit durch Vergnügungen zu erkaufen. Bartlin runzelt die Stirn. Sag mal, ich komme hier vor wie bei Scientology. Egal, was ich sage, es ist falsch. Und am Ende sagt er mir dann, ja, du hast alles falsch gemacht und deshalb musst du zu uns kommen. Fünfte Frage. Stellt euch vor, ihr wäret völlig ohne Beschäftigung, weil ihr ein unglaubliches Vermögen angehäuft habt. Kommt dieses Vermögen daher, dass ihr A. eine unfehlbare Methode gefunden habt, das Geld anderer zu stehlen? Bestimmt nicht. Oder B. eine unfehlbare Methode gefunden habt, die Münzen des Königreiches gesetzwidrig herzustellen? Was ist das für eine Frage? Bin ich jetzt ein Dieb oder ein Geldfälscher? Ich glaube, ich bin eher ein Geldfälscher. Aus dieser Antwort können wir erkennen, dass ihr glaubt, unfähig zu sein, Erfolg zu erreichen. Jemand, der höchstens vorgeben kann, erfolgreich zu sein. Badlin schüttelt seinen Kopf. Sechste Frage. Während einer Reise findet ihr einen Mann, der schreckliche Schmerzen hat. Er hat eine schlimme Armverletzung. Ein Heiler, der sich um ihn kümmert, behauptet, der Arm müsse abgenommen werden und bittet euch um eure Hilfe dabei. Der kranke Mann jedoch sagt, dass er sich schon von der Verletzung erholen wird und fleht euch an, nicht zuzulassen, dass der Heiler den Arm amputiert. A. Ihr schenkt dem Heiler eure Beachtung oder B. Respektiert die Wünsche des verletzten Mannes. Schwere Frage. Auf der einen Seite sage ich, jeder muss selber entscheiden, ob er leben oder sterben will. Auf der anderen Seite, ja, wenn er zu dumm ist, zu erkennen, dass er dran stirbt. Na gut. Ich sag's so. Die Frage ist, willst du leben oder sterben? Willst du den Arm behalten? Also würde ich sagen, wenn er leben will, hat der Heiler das letzte Wort. Wenn er sterben will, ist es mir egal, ob der Arm dran bleibt. Aber egal. Wir respektieren. Nee, den Heiler. Der Mann soll überleben.
Eure Antwort beweist, dass ihr jemand voll Barmherzigkeit seid, auch wenn es nicht einfach ist. Euer Mut rührt von Überzeugung her, Bettin schickt euch einen wissenden Blick. Siebte Frage. Ihr habt einen kleinen Hund getötet. Nein, hab ich nicht. Indem ihr einen Stein nach ihm geworfen habt. Das habe ich erst recht nicht. Eure Gründe dafür waren, dass der Hund euch angreifen wollte oder jemand anders angreifen wollte. Ach, ja, ich würde dagegen vorgehen, aber ich würde den Hund nicht töten. Ihr befindet euch immer in der Verteidigung. Ihr müsst damit aufhören zu glauben, dass das Leben euch nur Harm zufügen will. Bädlin streicht sich nachdenklich übers Kinn. Achte Frage. Ihr seid mit eurer Mutter und eurem Herzblatt auf einer Bootsfahrt. Das Boot kentert. Im reißenden Wasser könnt ihr nur eine andere Person außer euch selbst retten. Eure Mutter oder euer Herzblatt. Für wen entscheidet ihr euch? Blut ist dicker als Wasser, oder? B. Meine Mutter. Es ist sehr lobenswert, euer eigenes Leben zu riskieren, um eure Mutter zu retten. Jedoch wundere ich mich, ob ihr nicht vielleicht ein Problem mit dem anderen Geschlecht habt, da ihr euer Herzblatt einfach ertrinken lasst. Ja, hallo? Meine Mutter ist auch anderes Geschlecht? Ist ja schließlich nicht mein Vater. Was ist das für eine Frage, Bedlin? Ihr seid von starkem Charakter, Avatar. Gleichzeitig jedoch jemand mit tiefliegenden persönlichen Problemen, die euch daran hindern, Größe durch wahre Leistungsfähigkeit zu erreichen. Kurz gesagt, ihr gehört ganz zu der Art von Menschen, für die diese Gemeinschaft gegründet wurde. Scientology. Ich heiße euch in unserer Gemeinschaft willkommen. Seid euch bewusst, dass es nicht einfach ist, den Pfad der Triade zu beschreiten. Doch es beschert eine großzügige Belohnung. Selbstverständlich braucht ihr nicht an den Grundstudien teilnehmen, welches wir von anderen Neumitgliedern verlangen. Immerhin seid ihr der Avatar. Doch wie schon einer unserer Lehrsätze besagt, dem Würdigen wird Belohnung zuteil. Ihr müsst zunächst ein oder zwei Pflichten auf euch nehmen, bevor ihr richtig aufgenommen werden könnt und euer Medaillon erhaltet. Schon fast gedacht. Ich muss diese versiegelte Kassette noch überbringen. Noch überbringen lassen. Sie muss ungeöffnet in die Hände von Eleanor in Minok gelangen. Sie leitet die Niederlassung der Gemeinschaft dort. Eleanor wird euch nach Erhalt der Kassette entlohnen. Darauf gebe ich euch mein Wort. Kann ich euch diese Aufgabe anvertrauen? Ja, kannst du, Bedlin? Hervorragend. Hier, nehmt die Kassette. Doch nun macht euch auf den Weg. Also, wir sollen jetzt nach Minok gehen zu Eleanor. Zuerst möchte ich aber gucken, ob wir unser Gold umtauschen können. Da ist die Münze. Die ist immer noch nicht da. Aber wisst ihr was? Ich lege mich jetzt nochmal 2 Stunden hin. Und dann müsste sie ja da sein. Ich bin dürstig. Ja, wir sind gerade am... So, ich lege mich jetzt schlafen. Nach wie vielen Stunden sollen wir euch wecken? 3. Nein, es ist jetzt 7. Dann ist es 9. So. 9 Uhr morgens oder abends? Oh, Veranstaltung. Ich bin würdig. Cool. Habe ich auch noch nicht zugeguckt. Hör auf die innere Stimme. Okay. Strebt nach Einigkeit. Oh, jetzt hält er seine Predigt. Komm, setzt euch, Jungs. Darf ich eure Hand schütteln? Aber gerne doch. Seid ihr einer von uns?
Halleluja! Die Zeremonie beginnt, als Button vor den versammelten Mitgliedern erscheint und donnernder Beifall ertönt. Sie sehen ihn mit Ehrfurcht an. Butlin bleibt ruhig stehen und genießt seinen Auftritt für einen Moment. Ein triumphierendes Lächeln auf dem Gesicht. Eine kurze Handbewegung von ihm genügt und die Menge verstummt. Ich freue mich, euch alle am heutigen Abend begrüßen zu können. Ich bin wie ihr stolz darauf, ein Teil davon zu sein, was wir liebevoll unsere Gemeinschaft nennen. Ein erneuter Beifallsturm bricht los. Ihr solltet aus tiefstem Herzen dankbar sein, mit der Gemeinschaft wandeln zu können. Das Volk von Britannia befand sich in einem fiebrigen Zustand, was von täuschenden Gedanken und Gefühlen. Doch diejenigen, die sich hier heute versammelt haben, sind auf der Suche nach dem wirklich Wertvollen auf der Welt. Sie wandeln auf dem Pfade der wahren Erkenntnis. Was? Doch. Ach so. Doch wie findet man seinen Weg? Fragt irgendein Mitglied der Gemeinschaft. Sie alle können die Frage beantworten. Der Pfad zum vollständigen Bewusstsein ist leicht zu finden. Okay. Man muss in seinem Leben einfach die Triade der inneren Stärke anwenden. Wow. Die Triade besteht aus drei Grundwerten, die den Verstand in einen Zustand von Zuversicht versetzen können. Der erste Wert ist das Streben nach Einigkeit. Wenn sich alle Menschen auf der Welt zusammenschließen, gibt es nichts, was sie nicht erreichen können. Stellt euch das vor, eine Welt, in der jeder Wunschtraum Wahrheit werden kann. Doch ihr könnt schon an unserer traurigen Gesellschaft erkennen, wie die Menschen gegeneinander statt miteinander leben. Oh Gott, auweia. In dieser Gesellschaft ist es ein wahres Wunder. Wenn überhaupt etwas erreicht wird. Wow. Wow. Der zweite Wert ist Vertrauen in deinen Nächsten. Oh, da muss man wirklich so diese richtigen Ton. Dazu gehört, dass man seine Angst, Voreingenommenheit und Verdächtigungen aufgibt. Jawohl, Halleluja. Nehmt euch selbst unter die Lupe. Bevor ihr etwas in Frage stellt, stellt euch selbst in Frage. Die Welt ist ein Ort, an dem die Natur das Gleichgewicht herstellt, um euch zu beschützen und ohne dass ihr es merkt. Was könnt ihr schon im Leben erreichen, wenn ihr eure Zeit mit Verdächtigungen vergeudet? Arbeiten andere genauso hart wie ich? Welche sind die wahren Beweggründe? Wenn ihr damit eure Kräfte verschwendet, dann dauert es nicht lange, bis sich jemand über euch wundert. Die Welt wird immer schwächer. Der dritte Wert ist, dem Würdigen wird Belohnung zuteil. Es gibt niemanden unter uns, der keine Sehnsüchte hätte. Viel Elend in der Welt kann auf unerfüllte Sehnsüchte zurückgeführt werden. Doch einen Augenblick. Warum verdient ihr, wonach ihr euch sehnt? Die meisten Leute bekommen im Leben, was sie auch verdienen. Wenn ihr eurer Sehnsüchte und Begierden nicht würdig seid, dann wundert euch nicht, wenn ihr nichts erreicht. Sehnsucht ist ein komisches Ding. Groß genug für Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Doch wonach man sich wirklich sehnt, ist seine Sehnsüchte auch würdig zu sein. Ich habe euch damit alles Wichtige gesagt, um euch zu befähigen, der Triade der inneren Stärke zu folgen. Die Lektionen sind einfach. Der wahre Maßstab eures Verstandes wird jedoch daran gemessen, wie ihr sie in eurem Leben anwendet. Ihr habt nun alles Wichtige gehört. Ihr braucht das geheimnisvolle Wissen um die Kunst der Magie nicht. Ihr braucht die unsichere Hand des Heilers und seines begrenzten Wissens nicht. Alles, was ihr jemals braucht, findet ihr im steten Streben und in der Suche nach dem Besten in euch. Wow! Und im Zusammenleben mit anderen, die sich auch auf dieser Suche befinden. Nur dann wandelt ihr wirklich auf dem Pfaden der Gemeinschaft. Ich glaube, es ist an der Zeit, weitere Stimmen unserer Mitglieder zu hören, ihnen zuzuhören, wie ihr Leben durch die Gemeinschaft verändert wurde. Die Gemeinschaft hat mir gezeigt, dass ich mich vor mir selbst gefürchtet habe und dass ich mit dem Leben öffnen muss, sagte Candice. Die Gemeinschaft hat mir geholfen, anderen gegenüber aufrichtiger zu sein, sagt Patterson. Hab Dank, Patterson.
Wow, das ist ja richtig Sektengehabe, also wow. Ja. Wie er seine Pflichten wahrnehmen kann, sagt Vic. Das war doch der, der den falsch beschuldigt hat und selber die Äpfel stiehlt. Die Gemeinschaft hat gelehrt, dass es am wichtigsten ist, andere Leute mit Respekt zu behandeln. Ja. Ein aufrichtiger Mann zu sein, ja. Ja. Wie recht ihr habt, Bruder. Halleluja. Oh Gott, ich bin froh, wenn ich hier rauskomme. Es ist schon traurig ansehen zu müssen, wie dermaßen viele Leute ja in ihr eigenes Verderben rennen. Oh ja. Du prälangweilst dich. Dir wird langsam klar, dass die Zeremonie noch bis in die Nacht dauern wird. Dies ist ein guter Augenblick, um heimlich zu entwischen. Na los, Jungs, raus hier. So. Wir werden jetzt schlafen gehen. Warte mal, es war 9 Uhr, wa? Wenn wir 8 Stunden schlafen? Ja, mach mal voll. Gute Nacht. Es ist hellichter Tag. Raus hier. Wir verkaufen jetzt unser Gold. Auf der königlichen Münze. Halt. Die Münze war hier drüben. Hoffentlich ist sie jetzt da. Ja, da ist sie. Guten Morgen. Womit kann ich euch helfen? Ich möchte gerne Gold umtauschen. Ja. 140 Gold. Danke. So. Damit hätten wir alles erledigt. Hier ist die Kassette. Und wir haben 260 Gold dabei. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir nach Minok. Und ich würde deshalb sagen, wir brechen hier mal ab. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag. Und see you later.